oft nur Millisekunden auseinander. Es ist ein schmaler Grat zwischen Sieg und Niederlage. Hier wird wieder Geschichte geschrieben und in Kürze schlagen wir ein neues Kapitel auf. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Diese harte Strecke, 700 Meter über dem Meeresspiegel, hat nur 9 Kurven. Die haben es in sich. Ein wahrer Test für jeden Fahrer. Wir haben außerdem 2 DRS-Zonen und Überholmöglichkeiten bei Kurve 2, wo die Steigung denen hilft, die sehr spät bremsen und dann innen reinziehen. So, jetzt herzlich... Der Römer sitzt heute neben mir, um Ihnen die Action nähert. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem... Aber jetzt herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel 1 2016. Wie ihr schon sehen könnt, sitzen wir hier wieder in unserem schönen Mercedes. Ja, wir gucken uns mal die Rennstrategie an. Ich mache 3 Stops. Ist mir sicher. Wir fahren natürlich mit Rosberg. Grün, wir dürfen fahren. Ricardo ist direkt neben uns. So. Das ist jetzt die Einführungsrunde. Ich gebe jetzt sozusagen auch das Tempo hier vor. Ich will natürlich meinen Wagen auch warm halten. Und auch ein bisschen so die Fahrer hinter mir ein bisschen. So, ich fahre gerne mal bei dieser Einführungsrunde in diesen Kurven hier. Hä, was ist jetzt los? Ey, man darf ihn nicht überholen. Was soll das? Ricardo. Na, ja, dann Stichkrieger. Ich überhole dich jetzt wieder. Wie? Wieso kann ich kein Gas geben? Wie unfair ist das denn? Ricardo überholt mich einfach so in der Kurve. Wenn das kein Nachspiel hat. Wir werden uns ein Rennen sehen, Ricardo. Glaub mir, ich werde dich hoffentlich platt machen. Nachher fliege ich wieder in der ersten Runde raus. Ich hoffe natürlich nicht, aber wenn es so ist, muss ich auch mitleben. Mir gesagt. Mein Ziel ist natürlich endlich mal ein Rennen zu Ende zu fahren. Und vielleicht klappt es hier in Spielberg. In Österreich. Das wäre natürlich echt schön. So, dann warten wir mal auf die anderen. So, wir warten und wir warten und wir warten. So, da kommt auch das letzte Auto. So, jetzt geht's los. Jetzt muss ich mich auch ein bisschen konzentrieren. Okay. Carlos ist sehr gut weggekommen, wie ich gerade sehe. Könnte mich jetzt auch schon in dieser Kurve überholen. Weil ich ein bisschen mehr draußen bin. Nein, Vettel zieht jetzt an Ricardo vorbei. Nein, Ricardo bleibt auf Platz 2. Spannen und Puh hinter mir. Jetzt zieht Hamilton am Vettel vorbei. Mein Teamkollege. So. Jetzt Konzentration. Jetzt ein Gas geben. Abstand aufbauen und bloß keine Scheiße bauen. Oh, und das meine ich mit Scheiße bauen. Oh, nee, ey. Da gehe ich jetzt gleich um den Führungsplatz her. Jo. Auf Platz 3. Hinter Ricardo und Hamilton. Mann, ey. Was für ein Fehler. Aber zumindest bin ich nicht raus, sondern auf Platz 3. Und habe zumindest auch nichts kaputt gemacht. Irgendein Reifen zerstört oder irgendein Massencrash oder irgendein Flügel abgefahren. So wie... Oh, oh. Alter, ich sollte mich echt mehr konzentrieren. Alter, Vettel probiert mich zu überholen. Alter, ich werde richtig unter Druck gesetzt von Vettel. Oh mein Gott, der kriegt mich.
Massa ist auch noch jetzt. Jetzt Vettel, Massa. Räikkönen, alle wollen mich überholen. So, ich bin jetzt erstmal in der Ricardo. Alter, was ist denn hinter mir los? Da hat sich ein Fahrzeug gedreht. Da hat sich ein Fahrzeug gedreht. Oder? Egal. Ricardo. Safety Car ist draußen. Na toll, das hat mir natürlich jetzt auch noch gefehlt, dass nach zwei Runden Safety Car draußen ist. Ey. Fährt er jetzt in die Box? Jo, nice. Ricardo haben wir schon mal überholt. Wie sich ein. Hä? Wie, wenn der so schnell fährt, kann ich doch nichts dafür. Sehen wir eigentlich das Safety Car? Ah, da vorne. Ist ja cool. Ey, ist ja richtig cool. Vor uns ist Safety Car. Jetzt muss kein Unfall bauen und hier deswegen nochmal in die Box kommt. Gut, dankeschön. Oh, gab's hier denn einen schönen Unfall? Wow. Wow. Meinen eigenen Teamkollegen rauskicken, das wär's jetzt. Weiß gar nicht. Wenn ich den jetzt so rauskicke, krieg ich dafür eine Strafe, wenn ich den jetzt so richtig abschieße, so hinten, keine Ahnung, Reifen kaputt mache oder so. Die Frage ist auch, wie lange bleibt das Safety Car draußen? Ich habe nämlich keinen Plan. Gelbe Flagge. Safety Car vor uns. Vor allem, wo ist hier ein Unfall passiert? Wo? Ey. Ich hasse es, wenn man so langsam fahren muss, Leute. Verzeiht mir. Ich hasse es wirklich, wenn man so langsam fahren muss. Vor allem, wenn man so kontrolliert. Ah, da ist einer in der Box noch. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt das Rennen mit Safety Car hier zu Ende fahren müssen, weil darauf hätte ich jetzt auch keine Lust. Ich frage mich auch eher gerade, wo die Unfallstelle ist, wo hier ein Wagen auf der Strecke steht oder... Hallo! Hallo! Oh Mann, ey. Ich hab schon einen an der Waffel, Wester, Leute. Hallo! Jetzt machen wir gleich mal Winke, Winke. Hallo! Oh Mann. Mann, ist ja voll langweilig, wenn jetzt Safety Car hier draußen ist, ey. Dann kann man ja nichts machen. Keine Spannung. Kein Teamduell zwischen mir und Hamilton, ey. Immer nur bleib hinter Hamilton. Schade, schade, schade. Ja, warum gibt es eigentlich in der Formel 1 keinen Blinker, hä? Warum? Ein Blinker ist sehr, sehr wichtig in der Formel 1. Damit man, bevor man, wie man es in der Fahrschule gelernt hat, bevor man denjenigen vor sich überholt, nach links blinkt und ihn dann links überholen kann. Naja, Mann, ihr merkt schon. Ich probiere gerade so ein bisschen die Folge. Mit Unterhaltung zu stützen. Fünfte Runde. Und immer noch ist der Safety Car draußen.
Massa ist direkt hinter uns. Er hat Ultra Soft. Wir haben Super Soft. Dafür steht das SS. Super Soft und das US steht für Ultra Soft. Wir sollten hinterher mitten bleiben. Gut. So, die von mir aus können die jetzt auch mal Safety Car wieder reinholen, weil ich habe echt keinen Bock auf die scheiß Safety Car. Ich will nämlich jetzt hier meine Runden fahren. Das macht sich auch schon auf die Reifen bemerkbar, die Runden, die wir hier fahren. Na endlich. Gut. So, Hamilton zieht schon echt gut an. Aber jetzt kommt Rosberg. Rosberg. Und Massa ist hinter uns. Der ist sehr, sehr nah. Probiert jetzt an uns vorbeizuziehen. Wir machen so ein bisschen dicht. Und sind jetzt hinter. Oh, da haben wir Hamilton berührt. Ah. Ey, das ist gar nicht so einfach, gegen Hamilton den zu überholen. Der macht das echt gut. Props an Hamilton. Alter. So. Leute, scheiße. Mann, was fahre ich denn jetzt gerade hier für einen Dreck? Alter, wow, was war das? Okay, wir bleiben draußen erstmal. Weil wenn Louis in der Box ist, können wir leider nichts machen. Ja, wieder, wenn Hamilton in der Box ist. Ihr seid auch ein paar Witzbolde. Ihr sagt mir gerade, dass Louis in der Box ist. Und dann soll ich natürlich in die Box kommen. Alles klar, jetzt überholt mich hier der Nächste, wa? Er ist direkt neben mir. Manchmal muss ich auch mit meiner Box schimpfen, ja? Ey. Obwohl mein Kotflügel beschädigt ist, verteidige ich zumindest den Platz gut. Ja, man merkt schon, dass ich ein bisschen weiter abdrifte als die anderen. Aber naja. Ich muss auf jeden Fall nächste Runde rein. Aber ich will keine Supersoft-Reifen. Ja. So, wir fahren jetzt in die Box auf jeden Fall. Komme, was wolle. Komm, 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 Jungs. Hamilton ist vorbei. Und dauert ein Tier zu lange. Hallo. Ja, leider überholt mich da auch noch. Ey, komm, könnt mir ja nicht sagen hier. Was ist denn mit. Gut, so, da haben wir jetzt ein bisschen Abstand zu Hülkenberg.
Müssen wir jetzt müssen. Wir müssen natürlich auch ein bisschen beim Überholen jetzt aufpassen. Damit wir nicht noch mehr an unserem Wagen kaputt machen und wir nicht unnötig einen Boxenstopp machen müssen. So, wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit gut machen. Damit dass wir zu schnell in die Kurven fahren. Das kostet immer Zeit, dieses ganz schnell abbremsen. Hamilton 1,15, alles klar. Wow, nein, nein, nein! Mann! Och man, Leute, sorry. Ey. Da ärgere ich mich jetzt selber gerade drüber. Was für ein Fehler, ey, ich einmal zu weit draußen. Ich hatte das Auto noch unter Kontrolle, aber dann war mir klar. Och man. Man sieht hier und dann zack und dann habe ich das Fahrzeug außer Kontrolle. Ne, ich werde jetzt nicht nochmal neu starten, oder? Nee. Ich habe mir ja gesagt, wenn ich raus bin, bin ich raus. Und wenn ich am Ende 0 Punkte habe. Was soll ich dazu sagen? Hamilton holt das Ding nach Hause. Wenn ich das sage, kommen die Fahrer raus zur Siegerehrung, um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Sehen wir den Fahrer an. Ein gutes Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Für mich war das Sergio Perez. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben macht. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ja, danke, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr seht, werde ich jetzt wieder das Training machen und das Qualifying und dann kommen wir zum Rennen. Würde ich sagen. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao.